Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu den Gameswelt-Nachrichten. Ich bin der Pimin und ich bin mir ganz sicher, ihr habt eh schon die neue Folge Insert Coin gesehen. Deswegen bringe ich euch direkt die vier Themen von heute und da dreht sich alles um die State of Play. Fangen wir an mit Resident Evil 4 das Remake. Das wurde nun offiziell angekündigt. Es gibt ein neues Release-Fenster für Final Fantasy 16. Street Fighter 6 erscheint im nächsten Jahr. Und dann wurden noch ein paar Titel für PSVR 2 angekündigt. Die stelle ich euch alle so ein bisschen vor. Wenn ihr auch in Zukunft immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann lasst uns doch gerne ein Abo da und drückt da auf die Glocke. Jetzt viel Spaß mit den News. Eine der heißesten Neuankündigungen der gestrigen State of Play war sogar eigentlich fast keine. Dabei handelt es sich nämlich um ein Remake zu Resident Evil 4. Der vermeintlich beste und beliebteste Ableger der Horrorreihe wurde direkt als erster Titel präsentiert mittels eines 2-minütigen Trailers. Der verriet allerdings nicht allzu viel. Zwar ist der unverkennbare Look ersichtlich, Gameplay gab es aber nicht zu sehen. Zudem wird das Remake auch auf die zweite Generation des PlayStation VR-Headsets kommen. In welchem Umfang, das ist leider noch nicht bekannt. Aber es gibt sogar schon einen festen Release-Termin. Das Resident Evil 4 Remake erscheint dann am 24. März 2023 für PlayStation 5, Xbox Series und den PC. Zum Abschluss der State of Play, quasi so als Rausschmeißer, wurde Final Fantasy 16 kredenzt. Zu sehen gab es insgesamt 3 Minuten frisches Videomaterial mit noch nie davor gesehenem Gameplay. Square Enix deutete zudem an, dass Espa, Shiva, Ifrit, Bahamut und Co., ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen, dieses Mal wohl eine sehr zentrale Rolle in der Geschichte einnehmen. Aber auch das Release-Fenster wurde ein wenig eingegrenzt. Alle, die sich Hoffnungen gemacht haben, dass Final Fantasy 16 noch in diesem Jahr erscheinen könnte, die muss ich jetzt ein wenig enttäuschen. Angepeilt wird nämlich erst der Sommer 2023. Capcom bringt euch Street Fighter 6. Vor einiger Zeit gab es ja schon einen kurzen Teaser-Trailer zu sehen, nun ging der Entwickler aber deutlich weiter und verspricht nicht weniger als die nächste Evolution der Serie. Unter anderem gab es endlich Gameplay zu sehen, aber auch der allgemeine Umfang wurde ein wenig umrissen. Freut euch auf nickelnagelneue Spielmodi wie Fighting Ground, World Tour oder Battle Hub, neue Kampfmechaniken, Steuerungsoptionen und Ingame-Kommentare und natürlich auch eine verbesserte Grafik und dergleichen. Street Fighter 6 erscheint dann im kommenden Jahr für die PlayStation 4 und 5, die Xbox Series, ja, die Xbox One wird hier nicht genannt, sowie den PC. Neben dem Fokus auf Third-Party-Spiele war ein weiterer großer Bestandteil der State of Play das kommende PlayStation VR-Headset der zweiten Generation. In diesem Zusammenhang präsentierte man mehrere PSVR 2-Titel, die euch erwarten. Da wäre unter anderem Horizon Call of the Mountain. Klettert auf Berge, erwehrt euch mit Pfeil und Bogen gegen riesige Maschinenwesen und überlebt. Neben dem Resident Evil 4 Remake erscheint zudem auch Resident Evil Village für das Headset. Release-Termine wurden leider nicht genannt. Auch No Man's Sky bekommt eine VR-Umsetzung spendiert. Konkrete Details, wie und wann das Weltraumentdeckerspiel erscheint, werden dann in den nächsten Monaten bekannt gegeben. Zudem bekommt ihr einen zweiten Teil des Zombie-Abenteuers The Walking Dead Saints and Sinners Retribution serviert. Und das war's mal wieder mit den Gameswelt-Nachrichten für heute. Wie schon beim Warhammer Skulls Event, wenn ihr noch mehr zu State of Play und zu den einzelnen Spielen erfahren wollt, schaut euch gerne den ganzen Stream dazu an. Dann hören wir uns am, nicht am Montag wieder, nämlich erst am Dienstag. Montag ist Feiertag, Dienstag 19 Uhr wie gewohnt. Bis dahin, wenn ihr die Zeit füllen wollt, schaut euch gerne die neueste Folge Insert Coin an. Dann hören wir uns am Dienstag um 19 Uhr. Macht's gut, Servus.